Kippt die Fed das Tapering wegen Corona? Genau das ist die Hoffnung, die die Aktienmärkte heute hat ins Plus drehen lassen, nachdem es heute Morgen ja noch einigermaßen rote Vorzeichen gab wegen dem China-Crunch, Tech-Industrie wieder in China, schwer unter Druck, Alibaba, Tencent, wie sie alle heißen, aber dann, und Wunder geschehen gerne auch mal an Verfallstagen, heute ja der kleine Verfallstag in den USA oder maßgeblich in den USA, weil da das Volumen von Optionen so hoch ist. Dann kam Robert Kaplan, der Dallas-Fed-Chef, und der hat gesagt, ja, also die große Unbekannte ist diese Geschichte mit Corona, mit der Delta-Variante. Und dann hat er etwas gesagt, ja, diese Delta-Variante, die könnte mich umdenken lassen in Sachen Tapering. Und das aus dem Munde von Kaplan, der ja eigentlich das hawkischste Mitglied der Fed ist, der am frühesten von allen gesagt hat, wir müssen diese Anleihekäufe reduzieren, weil wir sonst Blasen an den Märkten erzeugen. Nun gut, die sind schon erzeugt, könnte man einwenden, aber der war auf jeden Fall der erste und einzige, der sich lange getraut hat und gesagt hat, so können wir nicht weitermachen, als noch alle anderen schwiegen. Dann kamen andere hinzu, Ballard, wie sie alle heißen, aber er war praktisch auf weiter Flur. Und jetzt ist derjenige, der am hawkischsten ist, hat gesagt, also wenn diese ganze Geschichte mit Corona jetzt doch sich verschlechtert, die Wirtschaft abkühlt, dann müssten wir das mit dem Tapering nochmal überlegen. Und da haben sich die Investoren gesagt, ja super, wenn schon derjenige, der am meisten dieses Tapering gefordert hat, jetzt sagt, könnten wir absagen. Und dann heißt das, dass die Fed vielleicht sich das Ganze doch nochmal überlegen wird. Nächste Woche ja dann Jackson Hole. Und da sind die Amerikaner, die Fed ohnehin unter sich, weil eben wegen Corona keine EZB dabei und nichts. Jedenfalls ist das sozusagen die Hoffnung jetzt derjenigen, die long positioniert sind, dass eben die Situation sich verschlechtert im Grunde und dann die Fed die Anleihekäufe weiter fortsetzt. Das ist das alte Mantra. Egal wie die Wirtschaft läuft, wenn wir einen neuen Lockdown kriegen, auch nicht schlimm, gell. Hauptsache die Fed führt weiter Liquidität so in dem bisherigen Ausmaß, da kann die Welt untergehen, gell. Das ist nicht wichtig, Hauptsache Liquidität. Und das ist das Mantra der Aktienmärkte ja schon seit Corona. Sonst stünden wir ja wahrscheinlich nicht da, wo wir stehen. Und wir sehen Corona, hier sehen wir mal unten eine Grafik, Louisiana, Florida, Texas, was ist es noch, Mississippi oder irgendwas, da gehen auch die Fallzahlen, die Todesfallzahlen jetzt wieder deutlich nach oben, Hospitalisierung gehen nach oben, immer wieder wird der Peak ausgerufen und diesen Wochenende soll der Peak erreicht worden sein, aber mal sehen, ob das so ist. In Sachen Todeszahlen, da sind die Chinesen natürlich wieder ein Vorbild, schauen Sie sich einmal diese Statistik an, meine Damen und Herren, seit 16 Monaten praktisch kein Toter mehr, gell? Na, der Chinese weiß, wie Statistik funktioniert, gell? Bei uns gibt es zwar Corona, gelegentlich, aber auf jeden Fall keine Toten, ne? Die sterben dann halt an was anderem. Also, ne? Zum Beispiel an politischer Opposition, ja, da sind schon viele gestorben. Ne? Dementsprechend also, wir sollten uns ein Vorbild nehmen an chinesischen Statistiken, die sind immer sehr hilfreich für den jeweiligen Zweck. Aber kommen wir zurück zu den Märkten, die fürchten eben das Tapering. Das sieht man hier da oben, was ist das größte Tail Risk, was ist das größte Risiko in der Umfrage der Bank of America, und da ist Taper Tantrum, also man fürchtet, dass die Fed eben tapert und dann Konfusion an den Märkten entsteht. Allerdings ist das im August zurückgegangen, etwas zum Juli. Ebenso ist die Angst vor Inflation zurückgegangen. Corona dagegen, da ist die Angst ein bisschen größer geworden. Aber der eine oder andere wird sich sagen, ja, je mehr Corona, desto besser, weil Liquidität. Alles andere, Asset Bubbles spielt noch eine Rolle. Da ist die Sorge im Juli auch etwas größer geworden. Alles andere spielt eigentlich keine Rolle. Also Delta als positiv, Delta-Variante als Positivfaktor, so absurd es auch klingt. Die Investoren, nicht die Investoren, die großen Fondsmanager, die von der Bank of America befragt werden, sind weitgehend der Auffassung, diese Inflation ist transitory, also vorübergehend, immer noch 65%, allerdings weniger jetzt im August, etwas als noch im Juli, und es sind auch etwas mehr, nämlich knapp ein Drittel jetzt überzeugt, diese Inflation ist permanent, und das ist nach meiner Auffassung die ganz große Gefahr für die Märkte, die eigentlich echte große Gefahr für die Märkte, weil
Liquidität ist Trumpf, da können es die Wirtschaft zusperren, können es alles zumachen, macht nichts, Aktienmärkte steigen trotzdem weiter. Aber wenn die Inflation steigt und dann die Notenbanken irgendwas machen müssen, nämlich die Zinsen anheben oder irgendwie die Geldversorgung stoppen, damit das Ganze nicht aus dem Ruder läuft, dann wird es ungemütlich. So meine These. Und es gibt schon irgendwie Angst im Markt. Wir sehen jetzt oben hier AAI Bull Spread. Also die befragten Privatanleger, die sind jetzt nicht mehr bullisch und dies waren sie sehr, sehr lange Zeit. Jetzt sind sogar etwas mehr Bären als Bullen der Fall und wir sehen den Fear and Greed Index bei 22. Furcht allerdings, wenn man sich den Index anschaut, da sind einige Komponenten dabei, die, naja, zum Beispiel wie viel Prozent der Aktien handeln über ihrem 200-Tages-Durchschnitt etc., da muss man sagen, dass das ja nicht unbedingt ein Furchtzeichen ist, sondern dass einfach die Breite des Marktes nicht stimmt, als wir zum Beispiel ja neue Hochs gemacht hatten, wo nur die großen Dickfische die Märkte gezogen haben, während die Mehrheit der Aktien gar nicht mitgezogen ist. Da hatten wir das auch, aber das hat sich nicht wirklich geändert. Aber sei es drum. Also es ist ja auf jeden Fall so, dass da manche schon Sorgen haben und das sehen wir auch im Put-Call-Ratio, also im Verhältnis zwischen Puts und Calls, die auf Indizes hier geschrieben wurden oder eingesackt wurden, wie auch immer man das bezeichnen mag, ist auch ein Bestandteil des Fear and Greed Index, by the way. Und es gibt jetzt mehr Puts als Calls, das ist relativ selten. Also hier wäre schon Potenzial für einen Short Squeeze und heute haben wir ein Stück weit schon einen Short Squeeze gesehen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wenn wir uns aber das große Picture mal anschauen, dann sehen wir, wir haben jetzt 6 Monate in Folge Gewinne gehabt. Das ist relativ selten. Wir haben die längste Spanne jetzt gehabt in 40 Jahren, wo der S&P 500 über seinem 200-Tages-Durchschnitt gehandelt hat. Ganz selten der Fall. Und wir haben eine Verdopplung des Marktes jetzt auch nicht täglich der Fall. Also ist ein bisschen schwierig. Teilweise gibt es schon Ängste. Auf der anderen Seite ist der Markt so heiß gelaufen, dass man eigentlich sagen kann, naja, wie heißer soll es denn noch gehen, auch wenn kurzfristig eben ein bisschen Sorge im Markt ist. Heute ja kleiner Verfall, da ist es natürlich eh immer ruckelig. Und schauen wir jetzt nochmal in Sachen Inflation oder Preise, das, was hier als eigentlich größte Gefahr vorhin gekennzeichnet hatte. Wir sehen, den Baltic Dry Index geht weiter nach oben. Höchster Stand seit über 10 Jahren, also da ist keinerlei Rückgang erkennbar. Der misst ja die Preise für Rohmaterialien, die über das Meer bewegt werden, also per Schiff bewegt werden. Wir sehen heute die Erzeugerpreise in Deutschland mit dem stärksten Anstieg seit 46 Jahren. Und das nicht nur wegen des Basiseffekts, auch zum Vormonat sind die Preise, die Erzeugerpreise deutlich stärker gestiegen als erwartet. Das heißt, die Kosten für die Unternehmen steigen weiter. Das werden sie weitergeben müssen. Gestern hatte ich eine Umfrage gezeigt, dass mehr als 2/3 der deutschen Unternehmen vorhaben, die steigenden Kosten weiterzugeben. Und gleichzeitig expandieren den wunderbaren Notenbanken sei Dank die Vermögenspreise weiter. Weit über 11%, auch im zweiten Quartal 11,7%. Der bisherige Rekord im ersten Quartal diesen Jahres mit 11,9%. Da sind natürlich auch Basiseffekte dabei, weil letztes Jahr war bis sie was Corona komplett der Lockdown. Aber dennoch, es zeigt, dass die Gesellschaft weiter auseinanderdriftet, denn die untere Mittelschicht, so hat es Thomas Mayer von Flossbach von Storch, der diese Analyse angefertigt hat, gezeigt, die profitiert am allerwenigsten, während natürlich diejenigen, die Immobilien besitzen, Aktien und Betriebsvermögen vor allem, die haben dicke profitiert. Diejenigen, die Sparer sind oder die Rente erwarten, die haben ein Riesenproblem, weil die Inflation ihre Rente auffrisst, denn diese Rente ist meist gekoppelt an ausfallsichere Anleihen oder man versucht, oder diejenigen, die Pensionskassen etc. müssen eben teilweise in ausfallsichere Anleihen, wie zum Beispiel deutsche Staatsanleihen, investieren, ausfallsicher in Anführungszeichen, weiß ich nicht, aber jedenfalls sehen wir, dass da natürlich eine Verarmung stattfindet, indem die Renten praktisch entwertet werden, indem so viele Dinge entwertet werden. Und wir sehen an den Vermögenspreisen eigentlich die Geldentwertung direkt und konkret. Und die müsste man eigentlich, wenn man ehrlich ist, in die Inflationsberechnung einberechnen. Das passiert ja nicht, weil man da sagt, okay, das sind die Verbraucherpreise, das andere sind die Assetpreise. Aber dadurch wird das Bild eben leicht unrealistisch. Kommen wir zu dem makroökonomischen Bild. China, heute bekannt gegeben, 2 Monate in Folge jetzt 20% weniger Öl importiert. Das zeigt, dass die Nachfrage dort geringer ist, dass die Wirtschaft offenkundig abkühlt, wie auch hier Christoph Barrot zeigt und prognostiziert.
dürften also auch im dritten Quartal hier nicht gerade boomen in China. Und apropos China, heute ein Bericht in Yuan Talks, dass Experten der chinesischen Autoindustrie erwarten, dass diese Chip-Mangel sich weiterziehen wird, mindestens bis ins zweite Halbjahr 2022. Und da stellt dann doch diese Transitory-Theorie in Sachen Inflation in Frage, denn das ist fraglos inflationär. Eher deflationär dagegen die Alterung der Gesellschaft. Hier sehen wir mal, wie sozusagen die Alterung voranschreitet. Japan am stärksten betroffen, dann kommt schon China, dann kommt die EU und dann kommt die USA. Also da haben wir demografische Probleme. Das ist nach meiner Auffassung on the long run aber auch inflationär, weil eben immer weniger aktive Arbeitskräfte zur Verfügung stehen in einer so dermaßen alternden Gesellschaft. Und die Jungen, das sind diejenigen, die vorwiegend Kryptowährungen handeln. Und hier gibt es jetzt vom Economist eine neue Studie, die zeigte, dass das Interesse in Sachen Retail, also der Privatkunden, abgenommen hat, während andere institutionelle Investoren vor allem doch jetzt deutlich interessierter sind, auch die Banken interessierter sind. Also da passiert etwas, da regt sich etwas. Die Privatkunden, die Reddit-Crowd, also diejenigen, die sozusagen über solche Boards wie Wall Street Bets etc. sich informieren und bewegen, die haben jetzt offenkundig die Meme-Aktien verlassen und gehen jetzt in Krypto. Mein Gott, was kann ich mich erinnern? Was wurde mir vorgeworfen? Ich würde nicht verstehen, warum AMC und GameStop die totale Zukunft gehört. Der Fugmann, der ist auch total oldschool, der totale Boomer. Nein. Aber jetzt ist nicht mehr so ganz viel die Rede von diesen Meme-Stocks, gell? Also das sind halt die Sachen, diesmal ist alles anders, gell? Und ich habe schon, wie oft habe ich das gehört, diesmal ist alles anders und irgendwie ist immer wieder gleich geblieben, ne? Also das ist das Schicksal, das man hat, so wenn man die Märkte kommentiert, dann kommt immer wieder irgendwie, diesmal ist alles anders, gell? Und dann zeigt sich, naja, der Mensch ist halt der Mensch und irgendwie tickt er in ähnlichen Situationen ähnlich, gell? Und verhält sich in ähnlichen Situationen ähnlich. Dementsprechend wiederholt sich die Geschichte nicht, aber sie reimt sich halt, ne? Also meine Damen und Herren, jetzt wünsche ich ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns in alter Frische am Montag. Schauen Sie nochmal, wenn Sie es nicht gemacht haben. Boom und Baste mit dem Markus Koch. Das ist lustig. Bis dann, Servus.